ich präsentiere euch ein Video ohne Brille. Was soll das? Ja, ich habe mir hier den Buddy Out in Lukas und hier. Ja, genau. Buddy Out in Lukas. Ein zweiter Teil mit Sophie Nielsen. Durch den Bomben. Nee, er sollte gucken. Ja, dann erst für jemand leicht. Und ich habe auch jetzt Lust, einfach mal nächstes Video. Habe Lust, aber nicht gewendet. Mein großes FSK-Flatschen ist noch vorne. Mein großes FSK-Flatschen, was für ein Deutsch, ne? Gerade eben habe ich mein Januar-Video für den Monat. Mein Januar-Video für meinen Monat. Euer guter Matti und mal in einer anderen YouTube-Kollegen. Und zwar mit dem Filmpicker, wer ist denn der Filmpicker? Kennst du nicht den Filmpicker? Als nächstes kommt ein Oscar-prämierter Film. Und irgendwas habe ich in den Zähnen. Meine neuen Abonnenten. Als ich auf Neues war, hatte ich auf Neues so genuschelt und habe 22 gesagt. Es waren aber 220. Voll peinlich. Aber die Geräusche im Hintergrund, die nerven mich gerade. Deswegen mache ich mal jetzt. Und auch die. Ach verdammt, wie heißt die Frau denn nochmal? Michelle Ho. Joe. Truppe, auch hier spielt mit der, wie heißt der nochmal? Steve Martin. Ryan Philipp, Seymour Philipp oder so ähnlich. Mann, oh. Sah der Trailer interessanter aus als der Rest. Alle Trailer, die ich jetzt hier, oder Alba. Richtig hartes Thema. Er ist ein Bulle. Das klingelt Telefon. Ein Update-Video für den Monat Januar. Januar. Ich bin im Juni. Bombe. Wurden dann geschlossen, damit Manhattan ein Kessel, Hexenkessel wird. Ich könnte mich schlagen. Mir fehlte unbedingt noch Teil 2 in meiner Sammlung und auf eine neue Filmbörse habe ich den auch direkt bekommen. Death Witch 2. Das waren ja nicht die einzigen Filme, die ich mir gekauft habe auf Neues. In Neues? Bei Neues? Jetzt kommt die drittletzte DVD. Jetzt bitte nicht schlagen. Der Matti hat sich wieder einen Pferdefilm gekauft. Ostwind. Ares ankommt. Nein. Einfach Action geladen. Auf eine Art und Weise, aber Action, wo man nicht denkt, das ist. Was für ein Scheiß laber ich da gerade? Geil erzählt. Toller Film. Und ich finde auch geil dieses Lied. Samba Party. Eine Rolle für Jean-Claude. Bei ihm, für ihn, mit ihm. Jason Statham, Dolph Lundgren, Chuck Norris, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis. Es ist eine Jugenderinnerung für mich. Es ist eine. Anfang des Videos. Und das ist meine Nummer 1. Und jetzt klopfen die hier. Was soll das? Alle Filme, die ich jetzt präsentiert habe, habe ich unten in der Infobox als Trailer eingebaut. Einer der besten Filme, die es gibt. Und ich glaube, ich muss mal...